Hallo Leute, ihr denkt, ich sitze hier allein? Von wegen. Um mich her wimmelt es von winzigen Lebewesen, auf schlau Mikroorganismen. Viren, Bakterien, Pilze. Allein in einem Glas Wasser schwimmen 10 Millionen Bakterien. Und vorm Wassertrinken hatte ich sogar schon viele Billionen Bakterien an Bord. Findet ihr gruselig? Müsst ihr gar nicht. Denn die meisten dieser Mikroorganismen sind für uns total harmlos. Aber manchmal sind doch ein paar gefährliche Gangster dabei. Und vor denen schützt uns unser Immunsystem. Aber wie macht es das genau? Übrigens, viele der Comicbilder, so wie das vom Viruspiraten mit Augenklappe eben, sind von Timo Grubing, der mein neues Buch Mein Körper ist ein Superheld im Arena Verlag illustriert hat, in dem er unser Immunsystem als Abenteuerwelt erlebt. Unser Immunsystem ist unsere Abwehr und schützt uns vor Gefahren. Es ist überall. Auf der Haut, in unseren Blutgefäßen, sogar im Gehirn. Überall sind die weißen Blutzellen im Einsatz. Dazu hat unser Körper noch coole Fallen, Botenstoffe, Tricks wie zum Beispiel Fieber und. Unser Immunsystem ist echt kompliziert. Aber einfach gesagt gibt's zwei Abteilungen. Erstens die allgemeine Abwehr. Dazu gehören Barrieren wie unsere Haut oder Nasenschleim, an dem Eindringlinge kleben bleiben. Dann gibt's da die Fresszellen. Die halten überall im Körper Wache. Wenn sie was Gefährliches entdecken, haps, putzen sie es weg. Außerdem schütten sie Botenstoffe aus, die Fieber steigen lassen. Oder andere Abwehrhelden alarmieren wie Abteilung 2. Die Spezialkräfte. Es gibt Zellen, die bestimmte Krankheitserreger erkennen. Und mit zielgenauen Waffen, Antikörpern, gegen sie kämpfen. Wie diese Antikörper genau funktionieren, erkläre ich euch im nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund und munter.